Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Green Hell. Willkommen zurück hier bei Green Hell auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Ihr seht, wir sitzen hier recht gemütlich in unserem Baumhaus. Und ja, es ist Zeit schlafen zu gehen. Ich habe hier noch eine Suppe auf dem Ofen. Ich weiß nicht, ob man die runternehmen sollte. Vielleicht ist das besser. Könnte sein, dass das verbrennt. Weiß ich nicht ganz genau. Dann... Ja, wir sind ein bisschen schmutzig. Okay. Ja, das wird, wenn die Lehmdusche in voller Aktion ist, sich auch noch lösen, dieses Problem mit dem permanenten Waschen. Aber fürs Erste löse ich das, indem ich jetzt hier einfach rübergehe. Und mich wasche. Haben wir denn einen Speer? Ja. Das ist ja wirklich ein Ding hier mit den Tieren. Laufe ich dem hinterher. Ich hoffe, ich finde das Teil. Okay, ich wie vom Erdboden verschluckt. Ne, da liegt er. Dann können wir es auch noch braten. So ein Leguan ist ja hier auch noch. Eine Schildkröte. Das sind wirklich unerschöpfliche Nahrungsvorräte hier. Wollte ich mal schauen, haben wir denn noch das? Ja. So, okay. Schleppen wir uns mal hier rüber. Dann können wir nämlich noch den Gürteltierpanzer ablegen. Wie sieht es hier eigentlich mit der Bewässerungssituation aus? 95, alles gut. So. Und zurück. So gekocht. Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Ja, man könnte hier was Kleines naschen.
Das ist Knochen, Fleisch, Knochen, Knochen, Knochen. Gut für Fett. So, das lasse ich mal einfach drauf liegen. Ich denke, das wird. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das anbrennen könnte. Solange wird das Feuer nicht mehr brennen, aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, so lange noch zu warten. Dann. Ja, das wirst du gleich. Das ist unsere Dusche. Immer noch ein Holzscheit. Könnte man noch überlegen. Ich denke, hier bauen wir noch ein Dach oder hier. Vielleicht lassen wir ein bisschen was frei. Ja, vielleicht ein Dach noch hier. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. So, das ist fertig. Dann schlafen. Ich würde sagen, wieder bis 6 Uhr. Nochmal schön was vom Tag. So, hier nehmen wir etwas. Und ich denke, wir sollten gleich wieder ein neues Feuer machen. Was rumräumen und zwar was genau? Ja, die Kohle zum Beispiel. Die Asche könnte jetzt gleich nützlich sein. So. Tja. Wollen wir das wirklich? Wollen wir hier noch einen Balken, also nochmal so ein Dach haben? Im Moment bin ich nicht ganz sicher. Wie sieht es hier mit der Wand aus? Ich denke, hier könnte noch eine Wand hin. Ja. Machen wir das mal. Wand aus Lehm. So. Dann holen wir Lehmziegelsteine. Ich wollte aber erstmal schauen. Okay, da singt wieder jemand. Ich wollte eigentlich mal schauen, ob wir an solche blauen Pilze rankommen, aber ich glaube, das ist erstmal keine gute Idee. Müssen wir das Ganze befeuchten. Gut, nächstes Step ist das Umladen.
So, ich wollte mal schauen. Ich glaube, hier haben wir keine Asche mehr. Kohle noch eine ganze Menge. Und hier auch nicht. Ich glaube, die werden nicht reichen hier. Ach so. Gut, wir können es trotzdem schon mal hin transportieren. Da müssen wir warten, bis das Feuer runter ist, also runtergebrannt ist. Schon eine coole Konstruktion, macht wirklich Spaß. So, dann kann man das mal nach oben schicken und ich kann ja noch mal hier gucken. Ich glaube, ich hatte. Hatte hier kein Lagerfeuer. Hier war das immer ein bisschen zu heikel, weil mein Eindruck war, dass das die Indios anzieht. Ja, genau. Können wir auf unser Stat schauen? Carbs könnten wir brauchen. Das wäre das. Was haben wir hier? Fleisch. Fleisch und Fisch. Fleisch. 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 Gut, bevor ich hier was esse, muss ich mir erstmal die Hände waschen. Nee, sowas nicht gedacht. Den wollten wir sammeln. Ja, ich hoffe, dass die Regenzeit bald wieder losgeht. Denn das würde einige Probleme lösen. Gut, zum Beispiel hier. Wie sieht es mit der Hydration aus? 84. So.
Da schaffen wir wahrscheinlich nur die Hälfte. Ich denke, wir sollten dann langsam wirklich an so einen Lehmofen denken, denn wir sehen jetzt, mit der Asche wird schon ein Problem. Ich meine, was man echt mal machen kann, man kann mal in anderen Locations Feuer machen. Ich glaube, das mache ich. So, jetzt fehlen noch zwei. Hier könnte man Feuerbrett herstellen, glaube ich. Herstellen. So, also nicht. Handbohrer, no. So, eine Idee wäre, in der Höhle Feuer zu machen. Man könnte sogar gleich mehrere Feuer machen. Trotzdem ist mir das mit der Gefahr eben der Ineos ein bisschen unheimlich. So, wir machen mal Folgendes. Stock, also viel haben wir nicht mehr. Fangen wir erstmal damit an. So, gibt's hier noch freie Plätze? Nee. Werde ich noch ein bisschen Holz sammeln und mach das gleich nochmal. So, scheint mal wieder Hygienezeit zu sein. Das war's. Gut.
Machen wir gleich noch ein zweites Feuer. Sehr gut. So, Essen. 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 Können wir wieder was trocknen. Das ist alles okay. Was? Könnte man so einen Schluck aus der von der Knocheninfusion nehmen? Hier, die hatten wir ja oben, meine ich. Fleisch, da haben wir's. Okay, also der Lehmbau muss noch einen Moment warten. Was können wir sonst tun? Wir könnten... uns um unsere Anpflanzung kümmern. Wie sieht es eigentlich damit aus, diese Pflanzkästen? Die gab es auch hier wahrscheinlich. Ja. Oder wo waren die? Ist der Lehmmischer? Großer Setzkasten, ja. Vier Holzscheite und viermal Stock. Denn da wäre jetzt meine nächste Idee, Bambus anzubauen, anzupflanzen. So, ich habe hier noch Liane gesehen, okay. Dann wollte ich hier mal schauen, bei diesem großen Baum.
ob wir ein paar Pilze abgreifen können. Leider nicht. Gut. Hier könnte man... Ja, das ist ein Antiparasitenpilz. Ziehen wir weiter. Ja, und die Axt, die ist auch bald hinüber. Wir müssen doch mal einen Tag einfach mal hier aufräumen. Ziemliches Chaos, ziemliche Unordnung. Die Frage ist, wo man so ein Pflanzding baut. Haben wir denn hier noch Platz für einen großen Sitzkasten? Also rein theoretisch. Da war es kurz weiß, ja, hier. Holzscheite. Wir brauchen aber natürlich noch Holzbretter. So, das war schon gut. Dann, ich würde mal schauen, können wir diesen einen Stick hier rein tun? Ja. So, jetzt müssen wir das aber noch bessern. Wie viel hat der jetzt? Der hat 5%, das reicht nicht. Wie viel? 100. So, hier könnte man Fiebertee draus machen. Ach, es gibt so viel zu tun, Freunde. So viele schöne Dinge, die man tun könnte. Es reicht einfach mal die Zeit nicht. So. Ja, hier werden wir morgen dran weiterarbeiten. Und ich glaube, wenn wir diese Wand fertig haben,
Dann sollten wir zuerst einen Lehmofen bauen. So, das kann hier hin. Was man auch noch machen könnte, diese Palmblätter zu sammeln hier. Mich nervt dieser ganze Krempel, der hier rumliegt. Ah, sammeln. Vielleicht könnte man später wirklich sowas wie einen Garten errichten, aber da werde ich mir wahrscheinlich auch eine andere Location suchen müssen. Das wird hier höchstwahrscheinlich nicht klappen. Das ist ja erstmal nur unsere erste Basis, mit der wir ja, uns hier verankern wollen sozusagen. Und sobald wir hier gut gesettelt sind, schauen wir uns natürlich auch weiter in der Gegend um. Ich sag mal waschen. Und nochmal waschen. So, jetzt aber schnell nach Hause, sonst kippen wir hier um. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch das Seil hochkommen. Völlig erschöpft. Aber gut, wir haben es geschafft. Ja, und das Feuer brennt eben immer noch. So, unsere Stats sehen gut aus. Ein bisschen Fett könnten wir gebrauchen. Obsidian. Kann man da gleich eine Axt herstellen? War wieder ein schöner Tag. Ich freue mich über unser Baumhaus. Ein paar Verbesserungen kann man natürlich noch machen. Wir wollen noch ein paar Regale haben. Wir wollen noch ein paar Kisten haben. Ich überlege auch, ob man hier noch mal eine Wand baut. Ich meine, theoretisch könnte man eben auch hier eine Wand bauen. Und was die Frage ist, wofür wollen wir die nutzen? Einfach damit man nicht runterfällt. Ich weiß es noch nicht. Werde mir was einfallen lassen. Vielen Dank jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Hier geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dann, macht's gut. Bye bye.